Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio. Begrüße euch ganz herzlich und freue mich natürlich, dass ihr wieder einschaltet hier zu einer neuen OMSI-Folge hier auf diesem Kanal. Ja, an dieser Stelle geht ein Gruß an Stonebreaker raus, denn der hat uns nämlich eine neue Beta-Karte zugespielt mit dem Namen Frankheim. Das wollen wir uns heute mal hier anschauen, zusammen mit euch. Insgesamt gibt es hier wohl zwei Linien. Aktuell finde ich hier keinen Fahrplan in der aktuellen Version. Deswegen wir hier jetzt einfach mal schildern werden und mal gucken, wo uns die Reise hier hinführt. Aktuell stehen wir hier am Ostbahnhof Frankheim rum und wollen natürlich in die Gegenrichtung fahren. Hier sehen wir natürlich die Linie 303 und die Linie 302. Das sind die beiden aktuellen Linien, die wir hier haben. Diese Karte wird wahrscheinlich ein kostenloses Modell werden. Ein paar Sachen musste man noch manuell runterladen, waren es aber nicht wirklich viele gewesen. Denn es wird die kostenlose DLC-Karte Express 91-96 oder irgendwie sowas, diese französische Karte, die wird halt noch verlangt, weil hier noch Objekte verbaut sind. Von daher, ja, ist es natürlich alles da, Zusatzcontent. Das Einzige, wo man ein bisschen suchen musste, tatsächlich war die Brücke aus von Brummis Werkstatt irgendwie oder sowas war das gewesen. Da musste ich halt noch mal ein bisschen suchen. Und ja, auf irgendwelchen polnischen Seiten bin ich dann fündig geworden. So, dementsprechend, setzen wir uns jetzt hier rein und werden jetzt hier mal eine kleine Runde hier mal drehen. Insgesamt sollen die Routen nicht länger als 20 Minuten dauern. Na, lassen wir uns mal überraschen, würde ich sagen. Von daher springen wir hier einfach mal rein. So, natürlich wie gewohnt, ja, wieder mit da alles dabei hier, Track IR und Co. Ja, ich bin mal gespannt, wie das Ganze wird. Und was jetzt heute mal für mich ein persönliches Highlight ist, wir spielen das Ganze heute mal mit dem neuen Lenkrad, mit dem G29. Und da muss ich mich natürlich noch so ein bisschen reinfuchsen hier. Ich glaube, das war hier, genau. So. Dann starten wir mal die Möhre hier, fahren das Ganze natürlich mit dem Setra wieder. Ich finde den Setra hier ziemlich nice. So, ich hoffe, ihr habt auch einen besseren Ton diesmal. Ich gucke gerade mal so ein bisschen rüber hier auf einen anderen Monitor und also von der Lautstärke sollte das Ganze passen. So, jetzt gehen wir mal hier ein. 303, ich hoffe, das funktioniert, Leute. Achso, nee, das geht nicht. So, nochmal, Linie, Kurs, doch, 303, Route 2, das ist die falsche Route, das klappt natürlich wieder mal gar nicht. Ja, das ist natürlich jetzt alles wieder klasse. Also das funktioniert hier scheinbar... Oh Gott, deswegen. Also irgendwie ist das hier mit diesem Ding hier... bestätigen. Ja, eigentlich denn... Was passiert, wenn ich die 302 mache? Passiert hier irgendwas? Oh, Alter. Zeigt da auch falsche Route an. Alles klar, dann lassen wir das. Geht leider nicht, da er das Ganze nicht wirklich schildern möchte. Ja, ein wunderschönes Symbol haben wir hier drin. Soll jetzt nicht so ganz schön sein. Eins, was wir vielleicht noch machen könnten, ist, dass wir das Ganze hier über das Hartz-IV-Menü machen, um mal zu gucken. Er hat hier aber Dings drin. Also nach Frankheim-Schleife geht das Ganze wohl. So. Eigentlich müsste er das Ganze auch immer umschildern. Da ist es, 303 Frankheim Schleife. Und ja, gut. Lassen wir uns mal überraschen. Wir werden heute mit der 303 anfangen. Legen wir den Vorwärtsgang ein. Wir müssen wieder nach Licht gucken. So. Und Handbremse. Haben wir. Sehr schön.
Achso, ja. Hier war das. Ach, das ist ja, das wird furchtbar. Das kann ich jetzt schon sagen. Guten Tag. Hallo. Ja, hallo. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. So, ich dachte mir mal heute. Schmuddelwetter mal. Ein bisschen zur Abwechslung hier. Kann ja nicht immer nur die Sonne scheinen hier bei uns. Und von daher machen wir mal jetzt heute mal ein bisschen Schmuddelwetter. Das passt mal vielleicht mal zum aktuellen Zeitpunkt. Kann man das Ganze mal mitmachen. So, Tür zu. Irgendwie hängt hier ein Kabel hier runter vom Mikrofon. So. Na denn. Hab schon einen kleinen Stau gebildet, wie ihr seht, ne? Ja, viel verraten wurde von der Karte nicht. Nur mit dem Zusatz, die Karte ist noch nicht ganz so hübsch wie andere Karten. Naja, das ist immer so Geschmackssache, finde ich. So, 302. Oh, 302 ist... Ja, dann fahren wir, warte mal. Dann machen wir es anders, wir machen es anders. Oh, hier laufen aber viele Menschen rum. Dann machen wir hier nämlich mit 302. So, passt das. Die Brücke wahrscheinlich, die fehlte mir. So. Okay. Ist bei dem Bus immer ein bisschen blöd, weil ich muss bei dem auch wirklich total hoch gucken, damit der Spiegel aktiviert wird, sonst funktioniert das Ganze nicht. So, ich muss mich noch an das neue Lenkrad wieder gewöhnen. Das wird nochmal bestimmt einige Zeit kosten. Jetzt Hallo. Erst mit Tracker AR, das mit dem Umgucken, dass ich jetzt keine Tasten mehr habe oder sowas. Das wird noch alles ordentlich jetzt Zeit kosten. Und jetzt auch noch ein neues Lenkrad, das kostet noch mehr Zeit. Naja, wer denn uns schon irgendwie damit eigentlich auch kommen? Jetzt habe ich hier keinen Bock, jetzt in der Stimmung zu warten. Also mit dem Verkehr muss man noch einiges machen. Muss noch ein bisschen geregelt werden. Warum geht denn jetzt hier... Ich schalte jetzt nicht mehr hier. So, da links geht's zum Betriebshof. Geradeaus geht's weiter. Der Linie 302. Mit dem Gras ist schön gemacht hier, wie wir, wenn wir uns das hier mal so anschauen, ne? Sieht das schon echt putzig aus. Scheint so ein bisschen mehr so Überland zu sein hier. Hier mit einem kleinen See noch. Ja, das geht. Wenig Details allerdings hier, dafür ist die Performance ziemlich cool. Ja, also es läuft schon. Es läuft schon wirklich gut. Also. Ja, das ist dann halt immer so diese schwierige Frage, ja, geht man auf Performance, geht man auf Optik, das sind immer so schwierige Sachen.
Ja, der Stonebreaker, von dem die Karte stammt. Erstmal, wie gesagt, nochmal an der Stelle den herzlichsten Dank, falls ich es noch nicht gesagt habe. Ist natürlich seine erste Karte. Dass man natürlich immer so ein bisschen sehr aufgeregt, nervös, kenne ich, war ich mit Landkreis Forsthausen auch. Das ist immer so ein kleiner schöner Moment, wenn man dann auf einmal ein Video von seiner Strecke denn auf YouTube findet. Aber natürlich auch ein absolutes Highlight, ja, wenn man seine Strecke dann auch persönlich natürlich veröffentlicht. Finde ich persönlich, das ist eine coole Sache. So, Schloss Frankheim. Guten Tag. Guten Morgen. Hallo. Land. Ja, schönen guten Tag. Schönen guten Tag. So, wenn wir mal hier mal ganz kurz mal ein Bild machen. Laufen die Menschen noch so ein bisschen durch. Hier an der Seite hier sehen wir, ne? Das ist noch die Kollisionsabfrage noch nicht so hundertprozentig korrekt. Aber es ist das Ganze ist Work in Progress. Ich glaube, wir haben noch nicht mal die Version 0.8 erreicht. Also ist noch ein bisschen hin bis dahin. Ne? Also von daher kann man, gibt es natürlich noch das ein oder andere, was man hier selbstverständlich fixen kann. Selbst wenn euch noch Sachen auffallen, bitte schreibt das Ganze in die Kommentare, damit man das Ganze dementsprechend noch ausbessern kann. Ja, deswegen existieren diese Videos hier teilweise auch, um das Gesamtprodukt, was dann später mal erhältlich sein wird, ja, natürlich so fehlerfrei wie möglich zu präsentieren. Aber ich merke, ich muss echt mal öfter mal wieder im Regen fahren und alles was. Wir sind in letzter Zeit ja immer nur noch mit purem Sonnenschein gefahren. Habt ihr jetzt zum Beispiel oben rechts jetzt im Spiegel gesehen, ja. Dadurch, dass ich nicht komplett in den Spiegel reingeschaut habe mit Tracker Air, hat er den Spiegel dementsprechend auch nicht mitgeladen. Das ist natürlich ein bisschen, ja, blöd immer. Deswegen ist dieser Bus eigentlich so gar nicht geeignet für Tracker Air. Du musst halt zu weit gucken. Damit das Ganze natürlich hier passt. Wunderschön, wunderschön, wunderschön. Und es regnet und regnet. Großartig. Großartig. Das ist der Verkehr da hinter uns an, ja. Ja, was gibt es in der Karte zum ersten Augenblick zu sagen? Also jetzt zum aktuellen Stand, ja, haben wir kleinere Dörfchen, die wir hier so ein bisschen abfahren und viel Wald, ne? Das sieht man hier. Hier ist scheinbar eine Haltestelle, die noch nicht wirklich fertig ist. Und da standen nämlich Leute rum. Was ich persönlich tatsächlich ein bisschen schade finde, ist, man jetzt ist es ja hier schon so ein, ich sag mal so ein Waldstück, Waldgebiet, ja. Also das muss ein Neubauprojekt hier sein, weil die Straßen, die sind halt zu perfekt, ja. Gerade für so, was ist das?
das ist diese Schleife hier? Das sieht so aus, ne? Das sieht schon aus wie die Schleife hier. Okay, hier muss definitiv noch irgendwas hingebaut werden, weil hier einfach mal gar nichts ist und die Leute so ein bisschen keinen Grund haben, hierher zu fahren, muss ich persönlich sagen. Hm. So, also was gibt's zu sagen zu Frankheim? An sich eine coole Idee, für mich persönlich. Allerdings muss ich sagen, dass das Ganze halt zu sauber ist, zu astrein ist. Ja, die Straßen, alles perfekt. Wenn man so ein bisschen so ländlich so anbaut, so anhaucht, ja, muss man die Straßen dementsprechend halt auch ein bisschen so pflastern. Ja. Dann haben wir hier so ein paar kleine Dörfchen, was cool ist, wo man da so durchfahren kann. Finde ich persönlich jetzt ist auch okay. Also im Großen und Ganzen finde ich, das ist eine sehr, sehr schöne Strecke geworden. Hier finde ich aber, Frankheim-Schleife bietet eigentlich so gut wie gar nichts. Warum man hier Leute herfahren sollte, ist mir unerklärlich. Ja, außer dass es hier Wege gibt, die hier so ein bisschen abzweigen. Ja. Oder hätte ich hier weiterfahren können? Das ist natürlich die Frage. Ja, jedenfalls finden hier jegliche Hilfe. Warum laufen hier unter der Karte Menschen von unten nach oben? Interessant. Ach ja, das ist ja wie Lotus. Großartig. Da finde ich auch mal irgendwelche Fehler. Also nicht wundern. Nee, hier hinten ist dann Ende im Gelände. Was haben wir hier noch? Zu viel lang gefahren? Ja, bestimmt, ne? Naja, dann sind wir hier runtergefahren. Was ist denn hier noch? Hier haben wir noch einen Hochstand. Performance der Karte ist gut. Ja, ist ja auch wenig verbaut so in der Richtung an irgendwelche fremden Objekten. Also installationstechnisch war es wirklich sehr einfach gewesen hier. Was haben wir hier? Haben wir eine Haltestelle? Achso, hier ist eine Physiotherapie am Tanzplatz. Alles klar. Und hier ist nochmal so ein kleiner Park hier mit einem Teich hier mittendrin. Okay, ja, das ist... Ja, aber ich finde so, also die Dörfchen könnten tatsächlich ein bisschen größer werden. Und die Straßen halt, finde ich persönlich, die müssen nochmal leider ein bisschen überarbeitet. Das kommt mir nicht vor wie so eine kleine Landstraße, so, wenn du weißt, was ich meine. Ja, sonst wie gesagt, halt Fahrplan sollte noch hinzugefügt werden. Wie gesagt, es ist komisch, dass ich jetzt keinen gefunden habe. Auch, dass ich das mit den Routen jetzt gerade da nicht hinbekommen habe. Nur über das Hartz-IV-Menü. Aber sonst hat es ja geklappt. Wir konnten ja dementsprechend so ein bisschen chillen. Was ich mir jetzt aber nochmal angucken möchte, weil das macht ja keinen Sinn, wenn wir jetzt das Ganze jetzt nochmal fahren, da die eine Strecke ja bloß ein paar Prozent abgeschlossen ist. Gehen wir mal jetzt schnell mal mit der Kamera hin und gucken uns das Ganze dementsprechend nochmal an. Weil da kam ja die Brücke und wir sind ja dann nach rechts gefahren. Genau. Achso, hier sind wir durch den Tunnel gefahren. Ja, das ist jetzt natürlich ein bisschen schwer, jetzt hier die Orientierung zu finden. Ah ja, hier sind wir erstmal in Frankheim. So, und genau, hier oben geht es dann weiter. Ah ja, guck mal, hier haben wir natürlich schon ein bisschen mehr Stadt. Hier ist zu Ende. Okay. Hier ist zu Ende. Okay, also wir fahren wirklich durch. Okay, hier haben wir so eine kleine Hecke. Ein bisschen mit dran. Hier ist es doch größer, aber hier kommt ein Auto rausgefahren. Also ein Auto, tatsächlich könnte ich mir erklären, so dass du vielleicht aus der Garage rausfährst. Ein LKW, naja. Die ist dann nun doch nicht. Hier haben wir nochmal die Brücke. Ja, es ist halt eine reine Überlandkarte, ne? So ein bisschen. Allerdings, wie gesagt, hier fehlen mir die typischen Kopfstellenpflasterstraßen, die zerstörten Straßen. Also kein Staat bezahlt sowas, ja, dass es halt so modern halt alles aussieht. Ist das ein Zaun hier? Ja, ne? So, das ist die Brücke, über die wir gefahren sind, aber das ist ein bisschen mehr als wir nur 8% fertig. Hier hinten, ja, hier hinten, gut, hier hinten wird es leerer. Oh, hier, ja, genau sowas habe ich gemeint hier. Sowas hier, ne? Sowas müsste dann noch kommen. Aber hier
so keine Laternen drin. Also insgesamt ist die Karte halt wirklich noch nicht fertig. Und hier hinten ist dann... Oh. Kommt wahrscheinlich eine Brücke hin. Die Autos... Nee, ist alles gut. Aber hier hinten ist dann soweit Ende im Gelände. Ja, Stormbreaker. An sich wirklich eine schöne Karte. Das jetzt hier hinten, das hat mich jetzt tatsächlich nochmal überzeugt, dass das hier wahrscheinlich für mich die interessantere Linie hier tatsächlich wird. Aber ich hoffe, dass du das Ganze jetzt nicht als Kritik auffasst, sondern eher so als Motivation. Ja, dass man da vielleicht noch so das ein oder andere vielleicht noch ein bisschen verändern könnte. An sich muss ich sagen, die Performance ist sehr großartig. Ja, also hier kann man absolut nicht meckern. Ja, und wie gesagt, auch hier dieses ganze Setting hier mit Überland und hast nicht gesehen, schon allein wie liebevoll das Ganze hier platziert ist. Da muss man einfach mal sagen, dass das echt, echt gut aussieht. Ja, Leute, wenn ihr euch natürlich hier noch irgendwas gesehen habt oder wenn euch was aufgefallen ist, dann schreibt es in die Kommentare. Vielleicht habe ich hier so ein bisschen was überlesen oder übersehen natürlich. Das kann natürlich passieren. Und sonst, ja, war es das erstmal von der Karte Frankheim. An der Stelle, wie gesagt, nochmal ein dickes Dankeschön an Stormbreaker für das Testen dieser Karte. Und ich verabschiede mich hier, hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da, schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, dann drückt den Abo-Button, damit ihr zukünftig keine weiteren Videos mehr verpasst hier auf dem Kanal. Damit bedanke ich mich. Tschüss!